Vorname? Noah. Errei. Nachname? Okafor. Jemmer. Spitzname? Arinze. Keiner. Größe? 1,85. 1,85. Schuhgröße? 44. 44. Alto? 18. 20. Schreie mal. Was? Ah! Beschreib die Kollegen mit 3 Adjektiven. Lustig. Cool. Und positiv. Schnell. Technisch stark. Und lustig. Welche 3 Personen oder Gegenstände würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ein Ball, Handy und Freundin. Meine Familie, ein Ball und meine engsten Kollegen. Grüßet euch einmal. Ciao, Errei. Soll Dein Lieblingsfilm? Ice Age. Gibt's viele. Deine Lieblingsserie? Black Lightning. Narcos. Deine Hobbys? Tischtennis und Gamer. Kollegen treffen. Wie lange hast du im Badzimmer? 5 Minuten. 5 Minuten ist... Ja, es kommt darauf an, was ich machen muss. 15 Minuten. Ein Adjektiv für die FCB-Fans. Grossartig. Unglaublich. Wieso hast du früher noch in der Schule mal nachsitzen müssen? Die Hausaufgaben vergessen. Hausaufgaben nicht gemacht. Wie bringst du deinen Kollegen zum Lachen? Indem ich sage, hör an. Indem ich auch reich bin. Was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Schwierige Frage. Schwierige Worte. Boah, schwierige Worte. Normal beruflich im Büro. Polizist. Mache Grimassen. Ja. Welche Fähigkeit bewunderst du am meisten von deinem Kollegen? Also Fußballer ist zweikampfstark, robust und intelligent und als Mensch lustig, aufrecht und geil an sich. Sehr netter Kerl, sehr talentiert und hat noch einen langen Weg vor sich. Wann hast du das letzte Mal müssen brillen? Mit 3, 14, wo ich das Tee gebrochen habe. Das wüsste ich selber nicht. Kannst du mit der Zunge deine Nase barrieren? Gut nicht. Ah, keine Chance. Dein Lieblingsessen? Papiano. Schnitzelpommes. Was kannst du am besten kochen? Spaghetti Bolognese. Teigwaren. Wer ist der schnellste Spieler im Team? Also jetzt Wahrheit sagen? Nein, das klingt arrogant. Wenn ich sage ich, dann ist es komisch. Also gut, Noah. Wer hat den stärksten Schuss in der Mannschaft? Thailand Chaka. Ich? Ja. Ja, Thailand ist auch mein Favorit. Thailand ich. Deine wichtigsten 3 Apps? Instagram, Snapchat und YouTube. Instagram, WhatsApp, FCB. Was war dein bester Schulstreich? Wir haben uns mal alle von der Lehrer versteckt. Wir haben mit meinen Kollegen immer den Ball von der anderen weggenommen. Und zum Schluss ein Gruß an die FCB-Fans. Ciao, FCB-Fans. Ich möchte mich bedanken für die tolle Unterstützung und bis bald. Ciao. So, liebe FCB-Fans, ich freue mich schon, euch bald lautstark zu hören beim nächsten Heimspiel. Und bis bald.